is a political prisoner and his life is at risk. What happened to Navalny can happen to Julian. Dann hast du den Namen bestimmt schon einmal gehört, oder, Alexei Nawalny? Ja, habe ich schon mal gehört. Das haben wir schon gehört, ja. Ist ja vor kurzem das passiert. Das stört mich am meisten, weil das ist ja furchtbar. Da gibt es gar nichts zu überlegen und zu denken. Das ist nur ein einziges Fiasko. Wenn die Mutter den anschaut, dann stirbt sie. Weil der ist so hergekriegt worden, das hätte, ne, die soll nicht anschauen. Den Julian Assange oder Nawalny? Nawalny rede ja. Mhm. Dass der natürlich in einem Straflager in Sibirien irgendwo kein einfaches Leben hat und wahrscheinlich der Körper das irgendwo nicht mehr mitmacht, steht außer Frage, ja. Und dass es nicht korrekt ist, braucht man nicht reden. Und so geht die russische Welt mit Menschen um, die sich gegen die Regierung einsetzen. Bei dem Thema wenig mit Demokratie zu tun, weil er hat ja nichts verbrochen eigentlich. Das ist auf jeden Fall keine Demokratie. Nein, das ist kein korrekter Umgang, ja. Weil die leben ja auch in einer Diktatur und wer sich dort gegen die Regierung einsetzt, der muss mit seinem Leben auch befürchten. So ist es halt eben, wenn man in einer Diktatur lebt. Ganz einfach so. Aber es gibt halt verschiedene Lebenswirklichkeiten und gesellschaftliche Wirklichkeiten auf dieser Welt und mit diesen muss man erst anfreunden können. Das ist nicht so einfach, nicht? Weil in Diktaturen wie in Russland zum Beispiel ist es ja so, dass eben die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit eben sehr stark eingeschränkt wird und deswegen halt solche Menschen, die sich einsetzen für eine neue und bessere Welt, halt eben dann eingesperrt werden. Und im Westen, wo wir leben, ist es ja doch ganz anders. Richtig. Ich bin froh, dass es bei uns jetzt eigentlich anders abläuft. Aber zum Glück leben ja wir hier im Westen in einer echten Demokratie, wo die Menschen, die sich gegen die Regierung einsetzen, zum Beispiel die Verbrechen aufklären, dafür auch dann einen Orden bekommen, beziehungsweise sie niemals dafür eingesperrt werden würden. Nein, die werden sofort verhaftet, aber moralisch niedergemacht. Ich glaube schon, dass man ein sehr hohes Gut oder sehr hohe Werte in Bezug auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit haben. Außer du heißt Julian Assange. Entschuldigung, eine Chance. Assange, ich würde den haben erst einmal was gehört, aber da weiß ich jetzt nicht wirklich was. Der steht ja vor Gericht. Hast du was davon mitbekommen? Natürlich, ja. Na. Na, Julian Assange? Na. Ich habe keine Ahnung. Na? Also, ich habe noch nie gehört über den. Okay, du? Wüsste ich jetzt auch nicht, nein. Wenn ich jetzt sage, dass Julian Assange seit 13 Jahren im Gefängnis sitze, weil er Kriegsverbrechen der USA hat aufgeklärt, also weil er sie aufgeklärt hat, der ist das. Ja, genau, genau. Seine Verhandlung findet heute statt in London und er soll an die USA ausgeliefert werden und 175 Jahre eingesperrt werden, weil er Kriegsverbrechen der Amerikaner aufgedeckt hatte. Also diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, wie der Obama, die werden gefeiert. Und diejenigen, die sie aufdecken, die werden dafür lebenslang eingesperrt. Ist das denn eine Demokratie des Westens würdig? Das, genau so ist es. Da haben Sie vollkommen recht. Nicht? Es ist nicht würdig eines Menschen, der sich aus demokratischen Überlegungen und Interessen einfach artikuliert. Das ist letztklassig, ist keine Frage. Wo ich schon der Meinung bin, dass Informationen, die er preisgegeben hat über Menschen, also über Morde, über Kriegsverbrechen grundsätzlich der Bevölkerung zur Verfügung stellen sollten. Ich finde, dass er eine wichtige Figur ist. Und das ist so auch wichtig zu sagen, okay, er hat so eine Idee gehabt für Free Speech gekämpft und er hat verloren. Aber das bedeutet nicht, dass er kein Held ist. Ich meine, er hat natürlich Geheimdokumente veröffentlicht. Nicht? Jetzt inwieweit, ich nehme an, also er war schon ein Aufdecker, nicht? Klarerweise, ja, ja, ja. Ja, es ist einfach so, dass es den Amerikanern irrsinnig peinlich ist oder so und dass sie damit quasi ein abschreckendes Beispiel setzen wollen. Absolut. Und ich finde, für Political Prisoners oder so, es soll nicht so hart sein, weil es ist theoretisch eine Frage auch von Ideologie, es ist nicht eine Frage von right or wrong. Ich bin der Meinung, dass man diese Menschen nicht einsperren sollte, weil offensichtlich sehr schlimme Missstände aufgezeigt hat. Ja, es ist eine Ungerechtigkeit, gegen die man genauso aufstehen muss wie der Tötung von Alexei Nawalny in Russland. Deshalb bin ich froh über diesen Gedenkplatz hier in Graz und es sollte mehr davon geben. Aber wo ist der Gedenkplatz für den Julian Assange? In Graz. Nicht. Wie denkst du darüber? Werden wir ihn freisprechen, weil wir hier in einer echten Demokratie leben und wir nicht wie die Russen sind? Oder sind wir wie die Russen? Ja, ist keine schlechte Frage, aber... Ist auch nicht viel besser, finde ich. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Also das ist kein korrekter Umgang. Also ich weiß nicht, warum der eine Freiheitskämpfer ist und es ganz wichtig ist, dass man keine politischen Gefangenen nimmt, während man auf der anderen Seite einen politischen Gefangenen wie Julian Assange hat, der sehr viel Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt hat. Es ist ja Doppelmoral, meiner Meinung nach. Ja, das ist derselbe Grund quasi, ja.
Ist es? Also ja, wenn man mit einem Assange so umgeht, dann sollte man vielleicht auch sie nicht als die größte, fortschrittlichste Demokratie schimpfen. Wenn du dein Maul aufmachst gegen die westliche Regierung, landest du lebenslang im Gefängnis. Das ist die Message. Wenn Julian Assange verurteilt wird, machst du dein Maul auf, kommst du lebenslang in den Knast. Hier im Westen. Ja, das ist richtig. Also ich würde sogar sagen, dass selbst wenn man ihn jetzt freisprechen würde, dann ist das nur nicht getan damit. I guess the world is. Ich denke, die Welt ist kein fairer Ort. Das zeigt sich überall. Und das ist nur ein weiteres Beispiel. Wir würden ja erwarten, dass das Gericht entscheiden wird. Bitte, es tut uns leid, das war ein riesiger Fehler gewesen. Wir holen Obama jetzt her. Also wenn wir in einer Demokratie leben würden, dann würden wir an dem Tag Obama herzitieren und uns bei Assange entschuldigen und sagen, es tut uns leid. Das wäre, wenn wir in einer echten Demokratie leben würden, uns von den Russen entscheiden würden. Würden wir das doch tun oder nicht? Wir würden Obama dahin zitieren. Wir würden sagen, Obama, komm her. Ich stelle die Demokratie nicht in Frage. Ich würde die Demokratie nicht da mit dem Rechtsstaat vermischen. Also der Rechtsstaat, wenn es noch ein Recht, also der Rechtsstaat ist das eine, das andere ist die Demokratie. Wir haben ja auch Betriebsgeheimnisse in normalen Unternehmen. Das heißt, Betriebsgeheimnisse darf ich auch nicht zum Konkurrenten gehen und ihm sagen, wie gewisse Sachen erledigt werden. Aber das heißt, die Aufgabe von Journalisten, Kriegsverbrechen zu veröffentlichen und dass im Irak die amerikanische Armee Zivilisten aus Helikoptern erschossen hat, da können wir ihnen dankbar für sein. Und eigentlich müsste Obama ihn an dem Tag einladen und sagen, schön, dass du es gemacht hast, schön, dass du da bist. Das habe ich selber nicht gewusst. Ich würde prinzipiell in dem guten Glauben, den ich einfach habe, einer kultivierten Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft nicht unterstellen, dass sie bewusst und mit gutem Glauben Kriegsverbrechen betreiben. Der gesamte Krieg gegen Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen ist ein Kriegsverbrechen. Der gesamte Krieg ist ja illegal. Also genauso wie gerade der Krieg von Russland in der Ukraine illegal ist, ist auch der Krieg, den Obama und George Bush gemacht haben, gegen Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen. Die haben die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt. Das war alles illegal. Das sind alles Kriegsverbrechen. Also das sind Kriegsverbrecher. Also wir leben in einer Welt, wo die Kriegsverbrecher, wo die belohnt werden, die bekommen einen Friedensnobelpreis dafür. In der Welt leben wir und diejenigen, die Verbrechen aufklären, die kommen dafür lebenslang ins Gefängnis. In der Welt leben wir, hier im Westen. Und sagen aber dann, bei den Russen, da gucken wir jetzt mal genauer hin, weil die leben in einer Diktatur, wo diejenigen, die sich einsetzen, die werden alle eingesperrt. Stimmt, stimmt, ist richtig. Aber bei uns ist doch das Gleiche der Fall. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich bin da in dem Thema zu wenig versiert, dass ich dir jetzt sagen kann, warum die USA in diesen Gebieten eingefallen ist und Krieg geführt hat. Diese Kriege, was man heute nicht... Die waren für die Demokratie gewesen. Kriege sind immer. Aber ich würde das nicht mit Russland vergleichen. Also, ich meine, was da passiert, das ist einfach... Weil bei Russland da sehen wir, dass eigentlich ein Krieg etwas Kriminelles ist, aber bei den USA haben wir immer gesehen, dass Kriege in Irak, Afghanistan, Libyen waren immer für die Demokratie. Es sind immer gute Kriege, es sind immer gute Bomben gewesen. Ja. Also die Amerikaner schmeißen immer die guten Bomben für Demokratie und währenddessen die anderen schmeißen die schlechten Bomben. Ist ja schon witzig. Ich meine, natürlich, es hat immer Kriege gegeben und wenn es um Verteidigung geht, nicht... Notieren wir also, die Amerikaner führen Kriege, um sie zu verteidigen. Die Russen hingegen führen Krieg, um anzugreifen. Putin hat Nawalny auf dem Gewissen, Biden aber nicht Assange. Diese Doppelmoral stinkt doch bis zum Himmel. Aber immer mehr Menschen fällt es auf. Also es ist ja nicht nur Assange, es ist ja sind vor 2 Jahren schon Zeitungen verboten worden. Also ich glaube, Russia Today und Sputnik ist nicht mehr erlaubt. Also ich würde gar nicht behaupten, dass wir 100% Pressefreiheit haben. Also es wäre einfach gelogen, das zu behaupten. Richtig, wir sperren ganze TV-Sender, die uns unliebsam sind. Nehmen ganze Internetseiten vom Netz, die ja Fake News verbreiten. Und löschen Dutzende von Social-Media-Kanälen, die gegen das jeweilige Regierungsnarrativ verstoßen. Egal, ob es sich dabei um Corona, Ukraine oder den Genozid in Palästina handelt. Aber zumindest verbieten wir keine Demonstration und knüppeln auch nicht auf Demonstranten ein. Ich unterschreibe definitiv nicht, dass man jetzt wirklich hundertprozentig alles demokratisch abläuft. Aber zumindest kann ich mich auf die Straßen stellen und für oder gegen irgendwas demonstrieren, ohne dass mir jetzt großartig was passiert. So habe ich zumindest das Gefühl. Und in anderen Ländern zum Beispiel sagt man seine Meinung jetzt über irgendeinen Politiker oder über den Präsidenten und wird dann eingesperrt hört man nichts mehr. Das finde ich halt schon sehr ungerecht. Außer du heißt Michael Ballweg und bist der Kopf von Querdenken. Ja, dann wirst du für Tage, Wochen und sogar Monate weggesperrt.
Rechnung würde ich die zwei Systeme nicht gleichsetzen. Auf gar keinen Fall. Weil ich sage mal so, wie es momentan unter Putin ausschaut, ist das nur eine Steigerungsstufe. Also wir können uns auch noch, sagst du, steigern. Es ist noch Luft nach oben, geschissener zu werden. Es ist noch Luft nach oben, geschissener zu werden. Und die Luft wird jeden Tag dünner. Wir sind von den Russen oder anderen autokratischen Staaten gar nicht mehr so weit entfernt. Und natürlich ist es hier im Westen immer noch besser als in China oder in Russland. Aber spätestens seit 2020 erleben wir hier im Westen einen massiven Umbau hin zu einem autoritären Staat. Aber eine Demokratie zeichnet sich vor allem dadurch aus, wie sie mit ihren Kritikern umgeht. Und was wir hier an staatlicher Repression erfahren gegen alles politisch Ungewollte, ist unerhört. Aber um unsere Demokratie zu schützen, können wir darüber nachdenken, die Opposition zu verbieten. Naja, zum Glück gibt es ja jetzt das neue Demokratieförderungsgesetz. In diesem Sinne, beste Grüße nach Moskau. Sie nennen uns Staatsfeind, dabei wollen wir doch nur leben und frei sein. Wir gehen auf die Straße für Frieden und Gleichheit. Wir marschieren mit der Liebe zum Menschsein und es erklingt der Ruf. Freiheit, keine Diktatur, erklärt.